Hallo zusammen! In diesem Video mag ich euch die Quest Lebensqualität zeigen. Anzunehmen bei Yadvet in Suvamar an Ich muss folgender dir noch eins sagen. Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Ich muss zurück. Hierbei darf ich hier folgen. Ich muss zurück. Wohin weiß ich noch nicht. Habe die Quest angenommen. Ich bin bereit. Beeilen wir uns. Ich mache mir Sorgen, dass unsere Feinde uns finden. Hier auf dieser Plattform darf ich zuerst. Hier warten Sie schon auf mich. Ich verstehe nicht ganz. Das ist nicht die Stadt, wo. Aha, das ist anscheinend eine Falle. Na gut, töte ich dich halt. Erstattet Talisva-Bericht. Ja, hier kann ich jetzt entweder das Portal nehmen, was ich mir mal geöffnet habe. Da ist das so eine Säule oder so ein kleines Item, wo ihr eine Quest annehmen könnt und sie abgeben könnt, oder aber ihr könnt einfach hinauslaufen und zurückweitern. Das werde ich machen, da ich ja nicht weiß, ob ihr die Quest habt, beziehungsweise das Portal habt. Natürlich könnt ihr auch die Pfeife des Flugmeisters benutzen. Ist euch auch freigestellt. Ich laufe jetzt einfach mal los. Also, wie gesagt, dürft entweder Portal nehmen oder die Pfeife des Flugmeisters. Ich laufe jetzt nur für die Leute, die weder das Portal haben noch die Pfeife. Soll ja jeder zurückfinden. So, hab's jetzt nicht mehr. Soweit. Nun darf ich hier hinein.
und darf mit der Talisva quatschen. Unsere Isolation ist vorbei. Hier darf ich die Qualität, ja genau, die Quest abgeben. Aber wie man sieht, ich habe sie heute noch nicht gefüttert. Ich muss sie zuerst nähren mit 50 Urwaldes Mana. Was würde ich nur für den Und Geschmack des nun Nachtbrunnens darf geben? ich abgeben. Hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao.